Willkommen zurück zu Pokémon Part 9. Wir sind jetzt schon doch so weit gekommen. Und ich sehe, ich bin wieder mal in einen Kampf zurückgelassen worden tun. Und zwar, mit einem kleinen Stein und einem Nebulak. Warum hat sie mich stehen lassen hier? Kann ich mir das selber fangen? Ich kann es ja mal ein bisschen schwächen. Ich probiere einfach mal ein Dai aus, weil ich habe schon mal geredet, was Dai ist und wir wissen es nicht. Gut, es funktioniert auch nicht. Dann machen wir SWD. Okay, das sieht nach Selbstmord aus. Gut. Oh, Fluch. Dann werden wir es erstmal hypnotisieren. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen krank hier. So. Was zum Teufel ist Po und Fischi? Po und Wolle sind noch nicht stark genug. Ich werde einfach mal Fischi einsetzen. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was das jetzt ist. Das ist wirklich ein Kapador, ist ja geil. Kapador! Am besten du setzt die. Also nein, Kapador, mach nichts! Wir haben eine Angel. Ich bin echt enttäuscht von dir, Blacky. Wieso haben wir keine Pokebälle? Hoffentlich ist das Platschattacke. Ah, nicht effektiv. Der Fluch! Ja, also irgendwie brauche ich nichts zu machen, weil das macht es von alleine. Ja, bringt nichts. Ach du Wo bin ich? Blacky, wo hast du mich gelassen? Ach du Scheiße, wo bin ich? Was ist denn das für eine Höhle? Ich nehme jetzt einfach mal Po. Po und ein Togepi? Wie süß. Ein Pokémon, ein kleines Po. Okay, was kann denn Po? LH. Setz LH ein. Togepi. Ich meine Po. Oh, wie süß. Wir wechseln das Pokémon natürlich. Wir nehmen Wolle. Oh, wie süß. Naja, sorgt ihr ruhig meine Lebensenergie weg. Das ist ja kein Ding. Hä? Ist jetzt Wolle auf einmal ein Mädchen? War schon vorher ein Mädchen? Los, Tickle-Attacke, Wolle! Und das Zubehör geht mir auf den Sack, ey. Weil wir müssen leider meinen Wolle ein bisschen leveln, weil das ist halt voll das tolle Pokémon an sich. Vor allem die Weiterentwicklung. Leider, die ich nicht jetzt nicht aus dem Kopf weiß. Ich weiß noch nicht mal, was ich in dieser Höhle tun soll. Hab ich euch das schon mal erzählt? Ich habe null Ahnung. Und diese Scheiß-Tubert kann nur eins. Absorber. Mann, Wolle, jetzt machen wir mal richtig hier. Und Bams. Kann dieses Super zufälligerweise nur irgendwie, Absorber? Oh, langsam wird das langweilig. Wow, es hat mir 2 oder 3 KP abgezogen. So, erstmal meine Pokémon. Wir nehmen erstmal Wolle nach vorne.
Wieso packt sie Susan nach unten, ey? Sie kriegt Klippe auf dem Arsch oder so. Mann. Dann Huhu am Arsch. Halt, deine ganzen Pokémon kommt nach unten. So. So. Ach Quatsch. Ach, was mach ich denn da? Okay, es ist laut unseren Pokédex ganz schön später unten. Ich glaube, es hört irgendwie nicht auf. Ich habe letztens bei ihr das schon gesehen hier. Wir haben einige tolle Leute da, die ich noch besiegen muss und besiegen müssen. Sprech mich nicht an! Nein! Nein! Oh! Ich wollte den Pokémon. Hey Kleiner, was tust du hier? Ich weiß nicht, was ich hier suche. Aber warum kämpfst du mit mir? No! Oh! Geh mit dem kämpfen. Ein Onyx. Ich habe keinen Plan, was gegen Stein hilft. Aber ich glaube nicht Elektro. So, weil ich mich keine Elektro-Dinger nehmen kann. Oh, das bringt voll nichts. Aber es sieht süß aus. Das kann wehtun. Doch Wolle hält den Angriff stand. Tickle-Attacke, Wolle. Nur ein KP abgezogen, das bringt nichts. Wolle hält sich wacker und lädt ein KP. Es war nicht sehr effektiv von Onyx. Wolle, Attacke, Attacke, bringt nichts. Weiterhin versucht es Onyx mit der Wickelattacke da und er zieht immer noch ein KP ab. Es ist ein brandheißer Kampf, in dem es wahrscheinlich aussichtsloser aussieht, als es ist. Wir werden jetzt Wolle helfen und es heilen. Und wieder, oh nein, Onyx holt zum Schlag aus zu Tackle. Und es wickelt ein. Wir werden es mit einem Tackle erneut versuchen. Oh nein, mein Pokémon stirbt. Wolle. Nein, Wolle. Wolle, Wolle. Oh. Pokémon-Tausch. Susi. Gut, dann machen wir jetzt einfach weiter. Wir heilen dich, Wolle. Und du musst es einfach standhalten, Wolle, ganz einfach. Die Bindattacke. Es sind jetzt schon fast wieder 8 Minuten rum und ich hocke immer noch an diesem scheiß dämlichen Platz rum. Und ich bin noch nicht mal weit gekommen. Schon wieder so wie oft. Dass ich bin. Wolle! Tackle-Attacke! Ja. Ich hätte ihn ganz kurz. Jetzt ist Wolle männlich. Okay. Ich hätte für einen kleinen Moment gesagt, ich stoppe ganz kurz mal das Video, um das mal zu beschleunigen, aber ich muss Wolle sterben lassen, scheinbar. Ich kann Wolle nicht auswechseln. Das ist ja ein bisschen scheiße. Also versuche ich mit anderen Pokémon. Und Tschüssikowski, Wolle. Nein, du lässt es nicht zu, dass du stirbst. Okay, Wolle. Tackle-Attacke! Nein! Was war's, Wolle? Du bist gefailed. Susi! Ein Pflanzen-Pokémon gegen Gesteins-Pokémon. Ich weiß überhaupt nicht, ob das hilft, aber ich versuche es einfach mal. Und wie das hilft. Es war ziemlich traurig, dass meine Wolle gestorben ist. Mein Wolle oder was auch immer. Bisschen traurig, wenn ihr mich fragt, dass ich das einfach so verloren habe. Sprech mich nicht an, nein. Ich habe mich verlaufen.
Und jetzt? Warum kämpfen wir, verdammt? Kann ich Flucht machen? Der drei Pokémon. Susi, Thor. Ich wüsste so gern, wo ich jetzt stehe. Und ich weiß es ja leider nicht. Mir ist nun dran. Möchtest du? Nö. Ich möchte hier aus dieser Höhle raus. Ich weiß nicht mal, wohin ich gehe. War sie vor dem Ende oder bleib ich stehen? Ja, auch mal ganz cool. Ich werde einfach 15 Minuten lang stehen. Ist das nicht toll? Der junge Mann hat hier nur Kleinsteins. Ist der dumm? Mal ruckzuck, zum Glück ist es Level 18, da ist es komplett wieder rum. Sollte man eine Wolle auch mal leveln. Das ist echt traurig. Ich denke mal, beim nächsten Let's Play werde ich das ein bisschen leveln, wenn ich wieder dran bin. Falls es nicht Blackie macht. Arg! Du, da bekommst 256 Pokémon, weiß ich nicht was. Yay! Sehr gut. So, dann. Hallo! Hallo! Hast du dich etwa verlaufen? Zeit für ein Pokémon-Duell! Ich bin ein Feuerspucker! Hä? Hey, möchte kämpfen! Hä? Hey, Smogo! Smog? Smogo? Smogmog? Ich hab eine Schnupfnase und so. Wow! Bringt nix! Smogo besiegt, Susi gewinnt. Smogo ist nun dran. Nö. Da ist es wieder. Rasierblattattacke, Susi. Susi macht das Spiel und. Na, nicht gewonnen, aber bringt nichts. Oh, das zieht mir jetzt richtig viel ab. Oh, ich spüre es richtig. Ich werde jetzt Tackle machen, weil ich es auch kann. Und ja, es ist weg und so. Duda gewinnt. Duda bekommt 288 Pokémon. Yay. Sehr gut. Schiss im Weg. Ich gehe einfach mal hier runter. Und das Pokémon. Oh, wie süß. Ein Sander. Ich würde hier so gerne Pokémon fangen. Hätte ich doch bloß Pokébälle. Aber natürlich hat Blackie vorbildlicherweise nämlich keine mitgenommen, um Pokémon zu fahren. Was ich ein bisschen traurig finde. Sie hätte wenigstens Po und Wolle wegpacken können, die kleinen Viecher. Oh, ich habe super Ball gefunden. Ich weiß, oh, guck mal, das ist ein Ball. X-Angriff. Nein. Ein Radfahrer. Ah. Rasierblattattacke, Susi. Wow. Radfahrer besiegt. Das hat mir jetzt so viel EP gebracht. Ich wüsste gern, wo ich stehe, aber ich weiß es nicht. Aha. Auf dich habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Die Musik ist so ekelhaft gerade. Was ist damit los? Und meine Zeit ist gleich vorbei. Flegm. Susi! Rasierblattattacke gegen ein normal Pokémon. Ist das Wasser? Normal. Wobei. Effektiv! Flegm besiegt. Susi gewinnt. Duda gewinnt. Oh. Duda bekommt. Sehr gut. Naja, viel Glück noch. Tschüss. Ich stelle mich einfach mal hier hin, weil ich dumm bin. So, und ich nehme mir den noch und.
Tschüss!